Chartgalerie. Die Chartgalerie schaltet sich über das Add-on der Chartgalerie frei und ermöglicht Ihnen die Freischaltung eines neuen Chart-Containers. Sie finden den Chart-Container unter Haupt, Neu Chart-Container, Chart-Galerie. Die Chart-Galerie hat 4 verschiedene Chart-Ansichten, die sie anbietet. Die erste Chart-Ansicht ist die Einzel-Chart-Galerie. Das bedeutet, Sie haben ein Symbol, ein Instrument in unlimitiert vielen Zeiteinheiten. Die zweite Option ist die List-Chart-Galerie. Es handelt sich hierbei um eine Liste von Instrument bzw. Symbolen, die ebenfalls den Scanner darstellt. Die Liste neben den Symbolen bietet dann wiederum eine unlimitierte Anzahl an Zeiteinheiten, die Sie anzeigen können. Links sehen Sie die Liste der Symbole und den Scanner und rechts sehen Sie die unterschiedlichen Chart-Zeiteinheiten. Sie können sich durch die Liste klicken und alle Zeiteinheiten werden automatisch für Sie geladen. Die nächste Option ist die Tab-Chart-Galerie. Hier handelt es sich ebenfalls wieder um eine Vielzahl von Instrumenten basierend auf einer Liste. Angezeigt werden die Symbole über Tabs im unteren Bereich und Sie können sich durch diese Tabs klicken und alle Zeiteinheiten wechseln und laden für Sie automatisch. Es sind ebenfalls wieder unlimitiert viele Zeiteinheiten, die Sie öffnen können. Die dritte und letzte Option ist die Chart-Galerie für Instrumentliste. Es handelt sich dabei wiederum um einen listenbasierenden Chart-Container, der es Ihnen erlaubt, eine unlimitierte Anzahl von Chart-Symbolen zu laden in verschiedenen Zeiteinheiten und Sie erhalten dadurch eine Galerie von Charts. Lassen Sie uns abschließend nochmal kurz zusammenfassen. Wir hatten den Einzelchart, ein Symbol in unlimitierten Zeiteinheiten, den Scanner, List-Chart-Gruppe mit einem Scanner und unlimitierten Zeiteinheiten, Tab-Chart-Galerie mit Tab-basierenden Charts und unlimitierten Zeiteinheiten und die Galerie, die alle Symbole und Zeiteinheiten in einer Galerie anzeigen.